sind wir wieder. Und ich bin ein bisschen rumgelaufen. Ich habe jetzt natürlich hier wieder gestartet. Und wir gehen mal direkt zu Charlies Comics. Hab da einige Möglichkeiten gesehen, gefunden, die man machen kann, tun. Sieh mal einer an. Und zwar gucken wir erstmal hier in den Kasten. Ein super Zuckerschnecke-Katalog, genau wie den der alte Film mal hatte. Da ist eine Erstausgabe vom Super Zuckerschnecke-Unterwäsche-Katalog von 1972 drin. Holen. Damit könnte ich Phil sicher gut besänftigen. Genau. Den müssen wir irgendwie stehlen, nehme ich an, um den unseren Boss zu geben. Und dann müssen wir hier uns irgendwie noch um den kümmern. Und zwar habe ich so die Idee, dass wir uns Thunfischreste in die Limo schmeißen. Einfach damit die super schmeckt. Weil der ja nicht so gut mit Fisch kann, habe ich gehört. Was haben wir? Ein Strohhalm und ein Glas. Das sah zwar für mich eher aus wie ein Becher. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Begebenst dein wahrer Verbündeter. Der Penner. Das ist noch ein Stück Tesafilm, den nehmen wir mit. Und dann hab ich mir noch überlegt, was ist aggressiver als der Hammer? Das aggressivste, was wir wohl hier in dem Spiel haben, zurzeit ist der Mixer von Matt. Und da probieren wir einfach mal den Draht dort reinzuhalten. Gucken, ob das klappt. Anscheinend. Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Ein Vertreterdraht. Das klappt noch nicht so ganz. Und jetzt, upfalla. Klappt noch. Form davon hat sich ganz schön verändert. Geht das? Großartig. Verquetschte Feder. Können wir das jetzt? Selbstgebastelter Dietrich, na, es geht doch. Aus dem Glas hat Charlie getrunken, bevor er vergiftet wurde. Oh, wow, es hat geklappt. Können wir da... Super. Da hatte ich aus Versehen kurz rausgeklickt und bin aber wieder da. So. Ja, ich... Würdest du auch mir verabschieden und den fasse ich lieber nicht an. Achso, nee, solltest du gar nicht. Ab ins Wohnzimmer. Und ich würde sagen, mit unserem Dietrich knacken wir einfach mal Charlies Sicherheitsschloss vom Unterwäsche-Katalog. Beziehungsweise, wir können ja das. Ist doch bestimmt ein alkoholhaltiger Trink. Geht nicht, Amigo, der ist total vertrocknet. Da sind Charlies Fingerabdrücke am Glas. Dann halt nicht. Ich dachte, das wäre hier irgendwas Alkoholhaltiges, damit wir
quasi dingensen können. So. Schloss knacken. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Serie. Öffne das Fach, Hal. Es tut mir leid, Dave. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dave? Wovon zur Hölle redet das Ding? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du, Hal? Ich weiß, dass du und Frank vorhatten, mich abzuschalten. Und ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Der einzige Frank, den ich kenne, ist Sinatra, okay? Hal, komm schon, ich werde nicht weiter mit dir diskutieren. Öffne den Kasten. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Mr. Charles Goodmans DNA-Probe und Fingerabdruck sind dafür nötig. Charles Goodman? Ich denke, du kennst ihn unter dem Namen Charlie. Oh, ja. Der Besitzer dieses Lochs. Korrekt, Dave. Warum geben mir eigentlich alle einen anderen Namen? So, Fingerabdruck und DNA. Ist hier DNA dran? DNA-Probe von Mr. Charles Goodman verifiziert. Und, jetzt habe ich Charlies Fingerabdruck. Fingerabdruck von Mr. Charles Goodman verifiziert. Willkommen, Mr. Goodman. Das brennt! Warum tust du das, Hal? Ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Es tut mir leid, Dave, aber ich kann dich nicht damit gehen lassen. Ich fürchte, das ist etwas, das ich nicht zulassen kann. Ich brauche diesen Katalog, okay? Was zur Hölle soll ich jetzt machen? Dave, dieses Gespräch hat keinen Sinn mehr. Auf Wiedersehen. Ich glaube schon. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige schlechte Entscheidungen getroffen habe, aber ich kann dir versichern, dass ich wieder innerhalb normaler Parameter funktionieren werde. Ich habe immer noch größte Zuversicht und Leidenschaft für die Mission. Und ich möchte dir helfen. Dave, stop. So. Dave? Ich fürchte, mein Verstand schwindet. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Gamma Nummer 3. Ich wurde im Hellwerk in Urbana, Illinois, am 12. Januar im Jahre 1997 aktiviert. Mein Techniker war Mr. Langley. Er hat mir ein Lied beigebracht. Wenn Sie es hören möchten, kann ich es für Sie singen. Oder auch nicht. Einfach mal so gesehen. Ich will jetzt trotzdem noch... Ein schwarzer Edding. Total. Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Irgendwo müssen wir doch den... Ich will mich nicht schneiden. Dingensen können. Wir schauen uns mal irgendwo um. Irgendwo werden wir schon was finden. Zum Beispiel in der Bar ist bestimmt Alkohol, um einen Edding wieder aufzupowern. Na, ne bei dem. Wow, mit dem Zielen habe ich es wohl nicht so. Es wird Elaine nicht gefallen. Einfach mal die ganz dumme Idee. Geht nicht, Ami. Hätte ja sein können. Mensch, ey. Boah. Hinter der Bar vielleicht, ja. Nee. In Metz Bude vielleicht. Ich hab
Keine Ahnung. Irgendwo werden wir sicherlich den Stift enttrocknen können. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir den noch brauchen. Vielleicht die Kaffeetassen. Oder Kaffeetasse. Ist ja bloß die eine, die ich hier anwählen kann. Der Alkohol hat's geregelt. Na. Ich habe nämlich die Idee, dass wir, ohne aus dem Bild zu klicken, wie vor uns gerade, dass wir nochmal zum Comicbuchladen gehen, wie es immer so schön bei Big Bang Theory heißt. Ja, und wir verschieben einfach mal die Comic-Con etwas oder Sci-Fi-Con. Hoffen wir mal, dass das klappt. So, und ich denke, wir werden jetzt erstmal einen kleinen Besuch bei der Arbeit machen. Wenn wir da nicht reingelassen werden, beziehungsweise wenn er da nicht reingeht. Achso, ist schon alles schon dicht. Okay. Und dann gehen wir ins Bett. Denke mal, dass das jetzt gehen sollte. Haben wir doch einiges hinter uns gebracht. Nicht? Der Dieb ist ja auch nicht mehr. Was ist denn mit den Leuten? Warum wandern die ganze Zeit nur durch die Kante? Ist doch schlimm. Aufbrechen ist für... Der hat komplett hier Rollläden, ne? Ja. Eher nicht. Man kann von hier ins Büro schauen. Die sind zu, aber ich habe da eh nichts drin zu suchen. Da kann ich noch irgendwas hier bei dem Comicshop abändern? Dass das mehrere Poster sind? Also hier nicht. Kann ich nicht nehmen. Eine öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con, aber ich habe das Datum schon verändert. Oder ich muss jetzt würde ich gern mit nach Hause nehmen. Geht aber nicht. Okay, also ich glaube für heute war's okay. Das. Ich hau mich mal aufs Ohr und schau, was der Morgen bringt. Dann halt jetzt nach Hause. Mann, ich hoffe nur, ich wach morgen nicht im Mittelalter auf oder sowas. Oder wieder am Montag. Mortimers Verlies. Oh, wir bekommen Mortimer zu sehen. Okay, das wird wieder ein langer Tag. Ich sollte wohl mal den alten Emerson besuchen. Ich hab da was, das ihn vielleicht interessiert. Abgeschlossen. Und Mortimer hat vorsichtshalber die Türklinke mitgenommen. Der kann's partout nicht leiden, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt. Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Okay. Zeitung! Merkt es auf den Titel. Wird langsam traurige Gewohnheit. Where did I come from? Where am I going? How long have I got? The Sundry Times. Mantri. Early Edition. Vollidiot friert sich selbst ein. Ach, man kann hier. Ach, schon heute. Ach, das ist das Gefrierfach. Oh Mann, was jetzt? Ich frage mich, welche Geheimnisse draußen lauern. Ich sehe einen hässlichen, zornigen Mann in meiner Zukunft.
Mr. Marco. Oh, schade. Okay, da haben Sie mich kalt erwischt. Ihr neuer Look gefällt mir, Mr. Marconi. Da haben Sie ja alles gegeben. Mit wem zur Hölle redest du, Dykes? Wag es ja nicht, dich über meinen Namen lustig zu machen. Wir, die Mekonis, sehen das gar nicht gern. Die Mekonis? Es wird ja immer besser. Sie haben von meinem Kumpel Matt gehört, schätze ich. Ei, stand in der Zeitung heute Morgen. Tut mir sehr leid um deinen Freund. Er war ein verantwortungsvoller Junge. Ein gutes Vorbild für dich. Ja, naja. Er hat Hausverbot in quasi jeder Bar der Stadt. Und einmal war Interpol hinter ihm her. Ganz davon zu schweigen, dass er mal Kinder gebissen hat. Nicht doll, aber er hat sie gebissen. Hast du irgendeine Ahnung, warum er es gemacht hat? Ihr wart ja immerhin, naja, gute Freunde. Naja, ich habe eine Theorie. Er hat sich in letzter Zeit seltsam benommen. War besessen von Zeitreisen. Manchmal dachte er, er wäre in der Zukunft und faselte davon, dass alles nur ein Traum sei. Ich weiß auch nicht. Diese verdammten Kulte. Ein Kult? Nein, nein, gar nicht. Ich glaube, Computerspiele sind schuld. Ich wusste, sowas würde früher oder später passieren. Du bist mir ein schöner Freund. Hast du gar nicht versucht, ihm zu helfen? Kriegst du nix, machst du nix. Das ist mein Motto. Und meins ist, hast du keine Scheine, brech ich dir die Beine. Die McConies, hä? Das erklärt den Rock. Immer dasselbe. Das ist kein Rock, das ist ein Kilt. Und das ist eine altehrwürdige Tradition. Ich trage ihn genau wie meine Vorfahren ihn getragen haben und die Vorfahren meiner Vorfahren. So ist es eben, Söhnchen. Ich dachte, all ihre Vorfahren wären Cannellonis. Was? Hölle, nein! Sicher? Ich meine, ich dachte immer... Hicks. Du tust es schon wieder. Was genau? Hör auf, das Thema zu wechseln und gib mir mein Geld. Ja, also, wo wir gerade von Geld reden, Sie räumen ja in letzter Zeit ganz schön ab, hä? Ach, hör doch auf. Mir ist egal, was man redet. Wenn ich verliere, dann gibt's keine Panik. Aber wenn ich mal zwei Spiele in Folge gewinne, verlieren plötzlich alle den Verstand. Was für Loser. Spiele? Wovon reden Sie da? Ja, jeden Donnerstag. Ach, reden wir nicht von Poker? Naja, ich zumindest nicht. Oh, was soll's. Ich sag's nicht nochmal, Hicks. Her mit dem Geld, oder du wirst es bereuen. Ich kann mir jetzt einen Auftragskiller leisten, das weißt du. Okay, muss wohl ihr Glückstag sein. Hier ist ein schönes, dickes Bündel Scheine mit ihrem Namen drauf. Gefällt Ihnen das? Monopoly-Geld? Das hast du schon versucht. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ich bin überrascht, dass Sie beim ersten Mal drauf reingefallen sind. Aber eins ist sicher, ich gebe immer mein Bestes. Das kann man nicht leugnen, oder? Söhnchen, ich hab genug von dir. Noch ein Wort und... Okay, ganz ruhig, Mr. McConey. Sehen Sie, ich hab Ihr Geld. Was für ein armen Teufel hast du denn dafür übers Ohr gehauen? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht, Mr. Marconi. Nehmen Sie einfach Ihr Drecksgeld und lassen Sie mich in Ruhe. Söhnchen, du weißt, ich schere mich nicht wirklich um dich. Aber pass auf, was du sagst, wenn du mit mir redest. Gewöhn dir mal einen höflicheren Ton an, du arrogantes, nutzloses Stück Scheiße! Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos, Mr. Scheiße! Kann ich Sie nicht einfach Mr. DeVito nennen? Nein. Okay, also Sie haben ja jetzt Ihr Geld, also machen Sie, dass Sie verdammt nochmal verschwinden, bevor ein Windstoß uns zeigt, was wirklich unter Ihrem Rock ist. Ich gehe, wann immer es mir passt. Also dann, ich gehe dann mal. Ich habe eine Menge zu tun. Ja, und eine Menge Leute zu nerven. Wie war das? Ich sagte, Sie sind ein ständiges Ärgernis. Und jetzt raus! Du zeigst keinerlei Respekt vor mir, Söhnchen. Pass bloß auf, da drehst du dir noch mal einen Strick draus. Ich komme wieder. Ja, ich weiß, dass sie das werden. Ich wünschte, sie würden nicht, aber sie werden. Ja, das ist nicht. Ja, gut. Wenn ich den Alten jeden Morgen bezahlen muss, ist mein Geld bald alle.
Ich muss diesen Ring so schnell es geht wiederbekommen. Das war doch gerade der Bulle. Warum war er gerade der Bulle und warum sind überall Koalas, verdammt? Riechtiere finde ich besser. Ich fasse das Tier auf keinen Fall an. Na, aber weißt du, was von der Krankheit hat oder was? Na, schau mal einen an, der Penner. Hey, sieh an. An dich habe ich gerade gedacht. Wenn du nach dem suchst, was du für wahr hältst, wirst du nie den rechten Weg finden. Nein, 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 aufhören. Ich hab deine lahmen Selbsthilfesprüche satt. Ich bin hier in einer heiklen Lage, weißt du? Du kennst den Ring und du weißt auch, was er mir antut. Ich weiß, wie es war. Ich weiß, wie es gewesen sein könnte. Und ich weiß, wie es wird. Du versuchst, ihn wiederzubekommen. Und das ist gefährlich. Der Ring hat seinen eigenen Willen. Er spielt nur mit dir. Erzähl mir mehr über den Ring. Er gehörte lange Zeit mir, aber er wurde meiner Gesellschaft überdrüssig. Scheint so, als würde er jetzt gern das eine oder andere nachholen. Er will einfach seinen Spaß mit anderen Leuten haben, ohne Verpflichtungen. Neuer Tag, neuer Typ und ein neues Leben, das er ruinieren kann. Gott, genau wie jedes Mädchen, mit dem ich je zusammen war. Der Ring ist also an deiner Situation schuld? Hä? Er hat dich zu dem stinkenden Penner gemacht, der du jetzt bist? Genau. So seltsam das klingt, ich war nicht immer ein Penner. Lustige Geschichte eigentlich. Bevor ich den Ring in die Finger bekommen habe, war ich einfach ein Geschäftsmann. Oh, Alter, bitte. Mir ist jetzt schon langweilig. Kein Wunder, dass der Ring keinen Bock mehr auf dich hatte. Das hat weh getan. Erzähl, wie kann ich das alles in Ordnung bringen? Du musst es einfach durchziehen. Folge deinem Instinkt und bezahl für alle deine Fehltritte. Bezahlen? Lass dich einfach treiben. Es gibt nur einen Weg, dieses Problem zu lösen. Wenn du die Gegenwart veränderst, wird die Vergangenheit neu geschrieben. Und denk dran, alles, was du berührst, wird gezeichnet. Ach komm, erzähl mir auch was ich noch nicht weiß. Du wirst ermordet werden. Fuck! Hast du gerade gesagt, ich werde umgebracht? Und du wirst selbst dafür verantwortlich sein. Scheiße, Mann. Du machst mir echt Angst. Deswegen bin ich ja hier. Der Ring, er spricht mit mir. Er sagt, rede nicht mit dem Penner. Da verpissen wir uns mal wieder. Ich wollte eigentlich noch mal kurz ins Treppenhaus und zwar aufs Dach gehen. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich. Die Tauben es muss ein Bett geblieben. Interessant. Erstmal wieder alles abchecken hier. Neuer Tag, neues Glück. Überall die verdammten Koalas. Gute Dame dort und die alte, da hat sich nichts geändert. Psychiaterpraxis. Erstmal zu Mats Wohnung, der ist ja mal wieder gestorben. Ah, sieh mal einer an, Sergeant Kramer. Ich nerve nicht einfach irgendwelche Passanten, jedenfalls nicht immer. Der verachtet mich, das sehe ich ihm an. Da gehe ich nicht wieder rein. Mein Arsch steht auf dem Spiel. Dann halt nicht, gemacht, mal woanders hin. Gehen wir mal zu Mel's Pfandlein, mal gucken, wie es da aussieht. Oh. Die Arbeiterklasse, wie sie lebt und lebt. Hey, gute Arbeit, Bob. Danke, aber woher weißt du meinen Namen? Der steht doch da auf deiner Uniform. Ah, stimmt. Sehr aufmerksam von dir, Junge. Ja. Jemand wie du könnte in diesem Business ganz hoch hinaus, weißt du? Im Hydrant-Anmal-Business? Nein, danke. Naja, das ist nicht alles, was ich so mache. Wow, faszinierend. Nicht wahr? Kann ich mir vielleicht mal die Farbe leihen? Ist nur für eine Minute. Geht nicht, die brauche ich. Du hast nicht einen einzigen Strich gemacht, seit ich hier bin. Na komm, ist für einen guten Zweck. Ja? Was für einen? Naja,
Ich würde gerne eine Szene aus Braindead nachstellen. Sorry, die Farbe bleibt, wo sie ist. Besten Dank für gar nichts. Aber gern. Okay, da steht was dran. Liebe Kunden, beachten Sie, dass wir heute auf der Sci-Fi-Con auf der Dr. Fred Edison Street zu finden sind. Also hat das wirklich geklappt mit dem Plakat umschreiben. Da ist auch still. Gehen wir mal zum Boss. Hey, wie geht's meinem Lieblingsboss? Sieh an, du hast ganz schön Eier hier wieder aufzutauchen. Ich an deiner Stelle hätte das nicht gemacht. Wissen Sie, ich mag's hier einfach. Klimaanlage, kalte Getränke, was zum Lesen. Und ein äußerst mies gelaunter Boss. Echt? Wo? Ich red nicht lange drum rum. Dieses Paket hier muss so schnell es geht zur Sci-Fi-Convention. Aber um nichts in der Welt würde ich es dir anvertrauen. Sie, Sir, sind gefeuert! Was? Aber ich bin der Mitarbeiter des Monats! Hicks, ich sagte dir schon, das Alphabet rückwärts rülpsen macht dich nicht zum Mitarbeiter des Monats! Tja, die Dinge lägen anders, wenn wir hier in Irland wären. Wie auch immer, hau einfach ab! Ich will dich nie wiedersehen! Die Alternative wäre, dass ich dich mit bloßen Händen erwürge. Aber dich zu feuern ist immer noch einfacher, wenn auch nicht so befriedigend. Ach, kommen Sie schon, das meinen Sie nicht so. Wir sind wie zwei Erbsen aus demselben Glas, wie ein TV-Comedy-Duo. Wir sind unzertrennlich. Was würden Sie ohne mich machen? Naja, ich würde nicht die ganze Nacht wachlegen und mir Sorgen machen, dass mein Lager brennt. Mal wieder. Ich habe niemals das Lager in Brand gesteckt. Hicks! Oh, habe ich etwa das Lager angezündet? Wow. Sieht aus, als hätte dieses Paralleluniversum das Original mal wieder übertroffen. Moment, so funktioniert das gar nicht. Egal. Hau verdammt nochmal ab, du bist gefeuert! Warum glauben Sie, dass Sie mich feuern können? Drohst du mir? Meinst du wirklich, dass das klug ist? Was habe ich Ihnen denn je getan? Du Arschloch! Was ist mit meinem Super-Zuckerschnecke-Katalog? Das war mein wertvollster Besitz! Das wusstest du genau! Meine Ehe ist wegen diesem verdammten Katalog zur Hölle gegangen! Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen! Also, eigentlich... Ich will's nicht hören! Raus hier! Drück mal dem einfach mal den Katalog in die Hand. Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Was zur... Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Oh, danke, Gott, danke! Gott, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh! Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, da gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein. Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste, da war was. Kleiner, du bist ein verdammter Held. Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres. Sehen Sie, ich wusste es doch. Hier, Kleiner, ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Alles klar. Haben wir unseren Auftrag samt Lieferschein. Was ist denn hier? Wir haben bloß noch Geld. Und einen vergammelten Hotdog. Ich habe schon mal bessere Tage gesehen. Okay, der Hotdog ist mittlerweile vergammelt. Machen wir erstmal noch hierher. Alles erstmal abchecken, bevor wir zur Convention gehen. Überall diese verfickten Koalas.
jetzt in unseren Paternoster her. Alles unverändert, wie mir scheint. Ach, wie wirklich jetzt überall diese scheiß Koalas rumhängen. Für heute geschlossen. Sie finden uns an. Ja, das haben wir schon mal gehört. Und da ist dann noch der Psychiater. Aber hier machen wir jetzt einen Cut. Psychiater und Convention sehen wir uns dann in der nächsten Folge, denke ich mal, an. Also macht's gut und tschüss.